Und ja, Sie wissen, wir haben uns ganz klar für uns auch selbst verpflichtet, die Wahlkampfkostenobergrenze, die gesetzliche, einzuhalten. Wir haben ein internes Controlling-System geschaffen, das das auch möglich macht, sodass alles erfasst wird, was zwischen den Teilorganisationen, den Ländern und Gemeindeparteien, Bundespartei sich finanztechnisch im Wahlkampf abspielt, damit die Wahlkampfkostengrenze eingehalten wird. Das hatte es noch nie gegeben. Der Rechnungshof zweifelt daran, dass die ÖVP ihre Wahlkampfkosten korrekt abgerechnet hat und schickt nun einen Wirtschaftsprüfer in die ÖVP-Zentrale. Aber der Reihe nach, Tobias. Es geht ganz wesentlich um die Wahlkampfkosten der Türkisen im Jahr 2019 mit Sebastian Kurz an der Spitze, der wiedergewählt werden wollte. Wie immer hat der Rechnungshof die Wahlwerbungsausgaben bei allen Parteien geprüft. Aber bei der ÖVP hat das jetzt unüblich lang gedauert. Erst vor 2 Monaten, nun im April 2022, hat die Volkspartei ihren endgültigen Bericht an den Rechnungshof geschickt. Das war schon die 3. Version, weil es bereits zuvor Unklarheiten gegeben hat. Schlussendlich hat die ÖVP jetzt angegeben, für diese Wahl 2019 rund 5,6 Millionen Euro investiert zu haben. Das wäre deutlich unter der gesetzlichen Grenze von 7 Millionen Euro. Aber der Rechnungshof zweifelt stark daran, weil es interne Dokumente aus der Partei gibt, die ganz anderes nahelegen, und weil die ÖVP etwa für die EU-Wahl deutlich mehr, nämlich 6,9 Millionen Euro ausgegeben haben will. Für die Europawahl also viel mehr Geld als für Sebastian Kurz. Diese Frage lässt stutzig werden, und wohl auch deshalb entsendet der Rechnungshof erstmals einen weiteren Wirtschaftsprüfer in eine Parteizentrale.